einmal im Leben noch mit der Jugendliebe zusammenkommen. Bei Pfarrerin Margot Käßmann ist genau das passiert. Seit 7 Jahren ist sie nun schon mit ihrem Jugendfreund Andreas Helm zusammen. Beide sind sich in ihrem Heimatort Stadt Allendorf mit 14 Jahren als Jugendliche begegnet. Also ich denke schon, dass jeder Mensch sich an die erste Liebe, wenn sie denn positiv war, und bei den meisten ist das doch so, erinnert. Also dieses Kribbeln im Bauch, sag ich mal, diese Schmetterlinge oder dieses Gefühl, das erste Mal die Hand zu halten. Das weiß ich noch, haben wir uns mal getraut auf der Niederkleiner Straße. Und da dachte man, wenn uns jetzt einer sieht, oder ganz heimlich ein erster Kuss in der Gondel am Edersee, da durften nur 2 rein und keiner hat es gesehen. Dass es dann eine Beziehung wird, das weiß man natürlich am Anfang nicht, das hat sich dann entwickelt. Auf einem Vortrag in Gießen hat es dann wieder gefunkt. Über 40 Jahre später. Beide sind geschieden und bringen aus ihren Ehen jeweils 4 Kinder mit. Jetzt haben die beiden sogar gemeinsam ein Buch über ihre späte Jugendliebe geschrieben. Mit mutigem Schritt zurück zum Glück. Also Andreas erzählt, wie er das empfunden hat, mich wiederzutreffen, ich wie ihn wiederzutreffen. Und dann haben wir manchmal tatsächlich auch das Mikro mit dem Handy auf den Tisch gelegt und ein Gespräch geführt und das dann verschriftlicht. Manches ist auch lustig, wenn wir dann sagen, wie das früher war, was haben wir im Fernsehen geguckt, dann ging es Flipper, Lassie, Kuhlenkamp, ja, einer wird gewinnen. Eine Frage bleibt aber offen. 7 Jahre sind Käßmann und Helm schon ein Paar. Werden dann auch bald die Hochzeitsglocken läuten? Also das schreibe ich ja auch in dem Buch so und dazu stehe ich ja auch, dass ich gesagt habe, also ich muss nicht unbedingt nochmal heiraten. Zuverlässigkeit und Vertrauen kann man auch durch ein Papier nicht fester machen. Das andere macht für mich, also hat für mich keine Logik.